Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deck-Schmiede. Heute mal wieder mit einem Lockdown-Deck, ja, mit einem Abriegelungsdeck, mit einem Abriegelungsdeck, was sich nicht großartig zum anderen unterscheidet. Ich zeige das Deck trotzdem nochmal in einer Deck-Schmieden-Folge. Zwei Gründe, weil solche Modifikationen, sage ich ja immer, sind jederzeit möglich in den Decks. Das heißt, auch ältere Decks, die in Deck-Schmieden-Folgen da sind, können anders gespielt werden, wenn man ein paar Karten austauscht. Macht man halt das Matchup gegenüber bestimmten Fraktionen wesentlich leichter, macht es aber auch vielleicht gegen andere Fraktionen etwas härter dann. Ne? Die Rede ist hier, wir haben ein Lockdown-Deck, welches mit Tristelekinesis und Zerfetzen spielt. Nilfgaard hat keine großartigen Möglichkeiten, Reihenangriff zu haben. Höchstens durch neutrale Karten. Ne? Also Nilfgaard hat jetzt nicht sowas wie eine Square-Tail-Falle, die die ganze Reihe um 2 Punkte schädigt. Oder vielleicht sowas, was mehr Einheiten in der Reihe trifft, wie andere Fraktionen, Skellige mit dem Heimdall es möglich haben. Das heißt, Skellige hat sich da früher immer ganz gerne auf Tristelekinesis und Zerfetzen bezogen. Das war auch schon in früheren Doppelmaskenball-Decks so, dass die beiden Karten tatsächlich in diesem Deck gespielt wurden, damit man halt sein Matchup verbessert gegen Swarm-Decks. Gerade Nilfgaard-Maskenball mit Abriegelung kann Probleme immer noch kriegen mit Decks, die sehr viele Einheiten spielen, die sehr swarmig sind, weil Maskenball zerstört natürlich nur die stärksten Einheiten. Und hiermit haben wir quasi einen, sage ich mal, besseres Matchup gegen solche Swarmig-Decklisten, die viele Einheiten in der Reihe spielen, weil wir können zerfetzen und mit Triss sogar vielleicht doppelt zerfetzen in einer Runde spielen. Das ist diese kleine Umstellung. Der Rest des Decks hat sich nicht großartig gewandelt. Wir haben den Usurper rausgenommen, weil wir sind kein reines Hingabedeck mehr, haben dafür Triss reingenommen, haben Zerfetzen reingenommen, haben dafür die beiden Armbrustschützen rausgenommen und spielen dafür mit einem Eichhörnchen mehr. Das sind die Einstellungen. Der Rest der Deckliste ist das standardmäßige Lockdown-Deck. Jagdmeute anstatt Imperia, weil wir mit weniger Soldaten spielen. Da ist die Jagdmeute dann einen Ticken besser. Die Imperia wurde ja gespielt, weil die Armbrustschützen nochmal mit ihren Schuss loslegen können. Ist hier in dem Deck nicht der Fall, weil wir spielen die Armbrustschützen gar nicht mehr. Wir haben trotzdem noch unsere Blockierer, wir haben trotzdem noch unseren Rayman, wir haben trotzdem noch unseren Boatens und wir haben unsere wunderschöne Abriegelungsfähigkeit, die die gegnerische Anführerfähigkeit blockiert. Das heißt, Abriegelung ist momentan sehr beliebt, weil es halt gegen die mitstärksten Decks da draußen ein sehr gutes Matchup hat. Und das ist weiterhin der Fall gegeben mit der Anführerfähigkeit. Und jetzt haben wir halt noch mit Tristelekinesis und Zerfetzen ein bisschen mehr Reihenangriff, dass wir da ein bisschen mehr zuschlagen können. Wir können Engines blockieren. Und wir können halt mit Maskenball und Yennefer-Beschwörung sehr dicke Ziele entfernen. Für die kurze Runde hätte man immer noch Joachim mit Gnadenstoß, also diese üblichen Lockdown-Kombinationen. Nur wie gesagt, dadurch, dass wir die paar Karten ausgetauscht haben, steigen unsere Chancen gegen etwas swarmigere Decklisten, sinken allerdings unsere Chancen gegen Decklisten, die nicht viele Einheiten spielen, also quasi so Immun-Decklisten oder nur Unit-Decklisten oder sonstiges. Die werden aber aktuell zu dem Zeitpunkt nicht wirklich sehr gespielt. Und da viele Leute momentan von diesen dicken Einheiten runtergehen, einfach weil momentan sehr viel stark geboostetes auch gepunished wird, ist es halt vielleicht mal eine andere Deckliste, die man spielen könnte. Die ganze Deckliste wurde, glaube ich, von Skilex. Der hat die so wieder gespielt, aber ja, es ist einfach ein anderes Lockdown-Deck. Viel Spaß mit den Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Dann sogar, glaube ich, mit der neuen Karte. Morgen kommt, glaube ich, die neue Karte. Bin ich ja mal gespannt, was die kann. So eine Woche vorher. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. I heard you're a fan of my work. Similieren. Ardently so. Oder Wipper. Oder Wipper. Nee, Kolgrim könnte es auch sein. Das taktische Entscheidung, stimmt. Ich dachte, es wäre doppeltes Spiel. Wir brauchen einen Lock. Wir brauchen eine Jagdmeute. Wir haben 2 Loks sogar. Da würde ich ganz gerne vielleicht den Vermorlen Jäger ablegen. Nauzika. Sklavenjäger legen wir noch ab. Ziehen noch mal zu blockieren. Nauzika! Okay, das wird wahrscheinlich ein Kolgrim-Deck sein. Das wird wahrscheinlich Kolgrim sein, was er da spielt.
Aber mit der Anführerfähigkeit ist schon mal sein Schneeglöckchen und sein Affan gebrickt. Was nicht ganz so Premium für unseren Gegner ist. Es sei denn, er hat Affan jetzt in den obersten Karten, ne? Ah ne, der platziert sie unter sein Deck. No door is closed to me. I shall relieve mit dem anfangen. Ja, es ist Kolgrim. 100%ig ist das Kolgrim. 100%ig, ja? Ja, das Problem an Zyklop ist, dass Zyklop dir halt weniger Punkte für die Provisionen bringt. Und wenn du irgendwas, weil Monster haben nicht sehr viel Angriff, wenn der Gegner einen Verteidiger spielt und du musst den Verteidiger angreifen, greifst du erstmal eine Menge Rüstung an. Das heißt, Zyklop ist zwar eine nette Karte, ist aber momentan von den Punkten für Provision her schwächer als normaler Durchschnitt. Und wenn du Rüstung angreifst, ist es halt auch vorbei, ne? Das Problem an Zyklop ist, glaube ich, einfach... Es gibt halt, also gerade jetzt in einem Todeswunschdeck oder so, gibt es halt bessere Alternativen, wo du deine Punkte beibehältst. Würde ich sagen, dass ich gewonnen habe, Andy, weil das Problem ist, wir werden die erste Runde jetzt nicht gewinnen. Ich würde halt mit dem Panzerreiter 6 Punkte machen, mit dem Fangzahn 5 Punkte, ne? Das wäre nicht genug, um aufzuholen. Das heißt also, ich müsste jetzt passen. Und wenn er jetzt halt in der zweiten Runde bleedet, dann habe ich ein Problem. Ich will die Goldkarten nicht ausspielen. Okay. Ich denke, Zerfetzen braucht man nicht doppelt. Eindringling braucht man nicht. Wir bräuchten eigentlich unser Mundschenk, um schnell am Verteidiger vorbeizukommen. Wir bräuchten eigentlich unser Mundschenk, um schnell am Verteidiger vorbeizukommen. Confounded Boots. Ja. Wir müssten vielleicht sogar Joachim die Runde benutzen mit Maskenball. What's better than a dead noble? Two dead nobles. I always find a way in. Okay, wir spielen mal Maskenball aus, weil den brauche ich nicht ganz so dringend. Gefühlt alle Decks außer wir müssen diese Runde die erste Runde gewinnen. Nicht wirklich, ne. Also wir müssen zum Beispiel nicht die erste Runde unbedingt gewinnen, auf Teufel komm raus. Okay, jetzt machen wir das, weil jetzt kriegen wir noch einen Meister der Tarnung. Giften ihm seine Cynthia. Den Meister der Tarnung. Jetzt sind wir über ihm. Das ist aber ein Kartenvorteil wahrscheinlich. Guck mal, wir müssen uns noch einen davon zurück aufs Deck. Aber dafür haben wir den Gnadenstoß. Kriegen wieder raus. Die sind jetzt Ende vergiftet. Okay. Wir brauchen nur halt eigentlich immer noch Mundschenk. Ansonsten wird es halt schwer, am Verteidiger vorbeizukommen. Deine spielt in diese Runde vielleicht aus und passt dann.
Focus on its movements. Quiet the noise in your head. Man braucht jetzt mal schwache Karten ausspielen. Am Zilit. Zilit, was Katze gestreichelt wird, wurde gerade schon. Jetzt ist Katze weg. Dicke wieder weg. Am DG. Der holt auch nicht mehr auf, der will halt nur noch Karten von uns rauslocken. Aber bringt es ihm so viel, da jetzt so viele Karten noch rauszulocken? Nehmen wir die beschichtete Waffe und bestimmt gegen eine Jagdmotte zurück. Der wird jetzt passen auch. Wie gesagt, wir brauchen unseren Mundschenk. Mundschenk ist wirklich wichtig, dass wir sofortig am Verteidiger vorbeikommen. Aber selbst dann haben wir noch genug Punkte, weil wir haben jetzt schon einen ordentlichen Batzen diese Runde ausgespielt. Wir ziehen jetzt halt echt schlecht nach mit drei Karten, die nicht gut sind für uns. Okay, noch eine weitere Karte, die nicht gut ist für uns. Und CK sieht nicht gut aus. Wir können nicht an Kolgrim rankommen. Das heißt, wir haben verloren. Es wäre ein GG, wenn wir die Antworten hätten, aber wir haben die Antworten halt nicht. Seine hätte den Verteidiger nicht gezogen, aber ja, das, guck mal, das ist schon der Pfiffchen. As order, an art fiend. Da ist schon der Pfiffchen. Da ist der Kolgrim. Also so easy GG ist es halt nicht, ne? Hätten wir Maskenball zweite Runde aufgespart, hätte er uns mehr gepasst, ne? Kannst hoffen, dass er Hirn spielt. Selbst mit Hirn werden wir nicht gewinnen. Kolgrim bufft sich unendlich hoch. Und wir können ihn nicht aufhalten. Jetzt hat er auch noch einen Mentor. Er spielt mit Jiren. Okay, reicht's aus? Ich meine, wir können Jiren klauen. Okay, wir haben doch noch gewonnen. Weil er Jiren spielt. Get fucked. Es ist so doof. Es ist einfach so doof. What the fuck? Er hat einfach den Jiren. Warum spielt man Kolgrim mit Jiren? Und warum spielst du Jiren gegen jemanden aus, der letzte Runde erst Gnadenstoß benutzt hat? Du weißt doch ganz genau, dass da noch ein Gnadenstoß dabei ist. Er hätte den Jiren einfach discarden können. Oh, Jesus. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Skelliger. For Skelliger's glory! Wie früher Kiki mit Jiren, ja. Ja, also Jiren in Kolgrim ist halt auch sehr... Na gut, nur Nilfgaard kann dir halt die Karte klauen, aber es gibt die Möglichkeit. Und dann weiß ich nicht mal, weil wenn du die erste Runde verlierst, zweite Runde gepusht wird, macht der Jiren das Deck halt nur bei weitem schlechter. Ich war kein Freund davon, aber gut. Wir haben nichts, was blockiert, ne? Was eine extrem doofe Hand ist. Wir haben zwei, die Block brauchen. Ich meine, wir können auch mit Gift spielen. Haben wir momentan überhaupt ein Deck eine Chance gegen ihn? Ja, es gibt Decks, die kontern wie regelrecht aus, wo wie einfach nur läppisch aussieht. Lockdown ist super stark gegen wie. Weil du nimmst dem Gegner die Anführerfähigkeit, hast Gift, blockierst seine kleinen Fresser, dass er alles auf ein paar Einheiten setzen muss. Lockdown ist gegen wie ein Spaziergang. Haha, reasons for the feeble of heart! Auf
Vielleicht ist die Stadtwache ja der wahre Carfo, ja. Oder alle nur gefoolt. Weit habe ich so eine Maske über. Vielleicht ist ja Philipp gar nicht Carfo, sondern Manuel Neuer. Man wird im Pro-Rang gegen gleich starke Spieler gematcht, größtenteils Andy Porsche. Also es kann manchmal sein, dass sie vielleicht einen Ticken schwächer oder höher sind als du, aber im Grunde wird geguckt, dass man auf gleiche MMR ungefähr spielt. Also du wirst jetzt als, wenn du frisch in Pro-Rang reinkommst, wirst du nie gegen jemanden spielen, der top ist. Freya's Bulwark. That's what we are. Also der quasi halt Pro ist, im Sinne von Pro-Spieler wirst du nie treffen. Wenn du nicht hoch genug spielst. Ab, Mortumia. Take more than that to stop me. Arsenic on my skin. Es ist doof, dass wir keinen Lock gezogen haben, weil gerade in der ersten Runde kannst du Skellige noch super aufhalten. Weil ja. Skellige dann auch super viele Engines spielt, halt in dem Sinne her von Schiffen und Beschützern und sonstigem. Hast du keinen einzigen Lock gezogen? Nein. Und wir haben zwei Karten, die Lock brauchen. Meister der Drachen. Danke. Ich spiele Lockdown, aber ich ziehe nicht einen einzigen Lock. Gut. Gut, Philipp. Toll gemacht. Mehr spielen endlich. Ja, kommen wir nicht mehr hinterher. Spiel Lockdown. Wir haben 4 Lockkarten im Deck. Ich habe nicht eine gezogen. Also es gibt auch teilweise Pro-Spieler, die ganz oben mitspielen. Die haben aber im Vergleich zu anderen wesentlich mehr Spiele machen müssen. Das ist eine sexy Hand jetzt allerdings, um den Push zu überleben. Wir können uns mit Bratens einen Krieger klauen und nächste Runde mit Yennefers Beschwörung, wenn möglich, vielleicht sogar seinen Harald mopsen und den mit Joachim ausspielen. Aber wir haben noch Joachim und Beschwörung im Deck drin. Ne? Das heißt, wir könnten vielleicht dann nächste Runde keinen Doppel-Joachim ausspielen. Bei mir hat der Gegner jetzt ganz, auf ganz mysteriöse Weise auf einmal einen Verbindungsabbruch. Go ahead. Nachdem er gemerkt hat, er kommt in den Karten. Oh, ist das nervig. Was nervig? Naja, wenn der Gegner einfach aus dem Spiel rausgeht, weil er am Verlieren ist. Ha, weil er gemerkt hat, dass ein Unentschieden scheinbar nicht ausreicht in der zweiten Runde. Clan Pursuit, Clan and Crit, Arm and Arm at last. Kann man doch einfach entweder aufgeben oder halt passen. Tja. Nö. Könnte man. Oh, na, ich habe nicht so viel Auswahl, was ich derzeit spielen kann. Ich spiele derzeit einen V-Deck. Das ist aber eher ein V-Deck, was jetzt nicht so standardmäßig ist, weil ich auch noch nicht so viele Karten habe. Ja, ansonsten versuche ich mir gerade noch einen Square Tail. Meinst du, es lohnt sich, wenn wir uns den Trückvi klauen? Eigentlich ist Trückvi doch eine gute Karte von ihm. Ich bin jetzt mittlerweile schon auf Rang 14, ne? Ich spiele mich langsam hoch. Langsam aber sicher. Und ich habe auch bald mein Square Tail Deck zusammen. Das heißt, ich muss bald kein Monster mehr spielen. Okay, wir machen ihm nur 4 Schaden. Zerfetzen würde er alles hier treffen, aber. Boah. Der Clans bringt uns nicht viel. Nehmen wir einen Ausweideheb. Auch wenn er da wieder heilen kann. Wir nehmen diese Blutdurstkarte mit. Movement ist pornös bei Square Tail. Vielleicht hätten wir den Gnadenstoß benutzen sollen, um den Bärenhexer zu blockieren mit der Informantin.
Das wäre sogar die bessere Wahl gewesen. Haut schon Harald raus. Ja, Harald wird sich leider bei uns nicht verwandeln, ne? I'll give you something to fear. Uncrate! Harald wird sich leider bei uns nicht verwandeln. Er benutzt Masken bei dieser Runde. Wir müssen Masken bei dieser Runde benutzen. So, ich denke, bei mir spielt der Gegner einen V-Deck. Okay. Roderick aus. Klauen uns den Trückbeam. Und haben genug Punkte. Jetzt haben wir nächste Runde noch einen ganz guten Trückbeam mit 7 Punkten und dem Bersteneffekt. Trückbeam? Ja. Ich weiß nicht, ob er was zum Purifying hat. Wir bräuchten nur noch wirklich unseren Joachim. Der war halt echt noch nice. Jupp, mein Gegner. Okay, wir haben ja auch hingezogen. Easy. Er war Panzer. Wie war das gestern? Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist alles verkraftbar. Nautica. Das Gelege kann in der Nilfgaard kann immer in einer kurzen Runde immer noch relativ böse reinhauen, ne? Also gerade wenn du Joachim hast, plus Gnadenstoß. Enough! Let us finish this. Guck mal. Können wir ihm noch banishen, den Bärenhexer, dass er da wenigstens nicht so gut werfen kann. Kriegt der klar. Ach, die kriegen dadurch Schaden. I shall flog them into submission. A hundred faces. Okay, unsere letzte Karte ist halt noch ein Van Morlem, der etwas purifyen kann oder was vergiften kann. Liegen wir mit 18 Punkten vorne, sein Harald ist bereits raus. Die Dusche ist auch raus. Jalmar könnte er noch haben. Blutadler ist komplett raus. Jordal. Dann wird die letzte Karte Hemdal sein. Hemdal macht 10 Punkte, das reicht nicht aus. Hat er was, was 14 Punkte macht? Jalmar kann es auch noch sein, aber mit Jalmar kann er nichts Gutes aus dem Friedhof jäten. Also von daher, egal ob es jetzt Emdal oder Jalmar sind, beide reichen nicht aus. Das ist der Morg, der reicht aus. Ein Punkt. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber gut. Lockdown gegen Lockdown. Me? Forgotten? Ha! Not in epochs, eras, eons! Es ist für wie gut, die erste Runde zu gewinnen, die zweite zu passen. Wie ist eigentlich normalerweise das Deck, was zweite Runde mal ganz gerne bleeden will? Aber es kommt aufs Matchup auch so ein bisschen drauf an, ne? Gegen andere Wii-Spieler kann es halt auch tricky werden. Wir müssen anfangen, ne? Aber wir haben Nautica. Und wir haben Sklavenjäger, das ist ganz gut. Weil wir Morlems brauchen wir nicht zum Anfang. Brauchen eigentlich da gar keins. Da Fetzen haben wir noch. Okay. Fangen wir mit dem Sklavenjäger an. Mal, wenn er den blockiert, dann kommt vielleicht der Nautica durch. Wir werden mehr Deploy ausspielen, als wir assimilieren werden in der ersten Runde. Hm.
Nautica, yep. Gut, dann blockieren wir den. Und haben die Jagdmeute. Moin, Trigon. Geht zurück. Confounded boots. Another blister. Meister der Tarnung. 100 faces. All yours. Blockieren wir auch. Es ist Lockdown gegen Lockdown, das ist so ein doofes Matchup. Lock. Lock. Lock, Glock. Okay, er spielt noch mit der alten Variante. That is what you folk lack. Ich will nichts wirklich von meinen guten Karten opfern. Ich will auch nicht verraten, dass wir mit der zerfetzten Variante spielen, anstatt mit dem Usurper. Weil das kann in der letzten Runde halt echt nochmal reinhauen. Das heißt also, ich denke, ich werde jetzt passen. Wir werden ja auch nochmal einen weiteren Buff kriegen. Das heißt, er müsste jetzt eine 9-Punkt-Karte ausspielen, was schon eine gute Goldkarte ist bei Lockdown. Allgemein, manche Mirror-Matchups sind ziemlich lustig. Kiki gegen Kiki war auch damals ziemlich geil. Weil keiner Angriff gespielt hast und es war einfach nur, wer kann höher Kiki. Wer kann höher Kiki? Ja, Kiki, wie man mal höher Kikin kann. Aber es gibt auch zum Beispiel so Mirror-Matchups, die sind momentan sehr unschön. Ich glaube, wie gegen wie ist momentan ein sehr unschönes Mirror-Matchup. Einfach wegen Iho, ne? Wenn du anfangen musst und der Gegner spielt im richtigen Moment dein Iho aus und zieht dir nochmal dein Wie aus dem Deck, dann hast du halt verkackt. Ja. Also wie gegen wie ist halt so ein unschönes Mirror-Matchup, aber es gibt auch gute. Okay, er macht's mit zwei Karten gegen Karten-Nachteil. Ja, 10 Punkte für Lockdown sind nicht so leicht zu machen. Okay, ein Kartenvorteil. Wir haben doppelt zerfetzen. Wir haben Joachim. Wir haben die Informanten, die wir nicht brauchen. Wir haben den Mundschenk, der ganz nett ist. Wir haben den Maskenball. Wir haben noch Raymond, Jennifers Beschwörung und Bratens und Gnadenstoß im Deck. Ich will meine Goldkarten, aber wir müssten jetzt auch was ausspielen. Ich glaube, ich lege sogar einen Fangzahn weg. Bin Eichhörnchen. Eichhörnchen ist eine Karte, die kann ich jetzt ausspielen. Dann banische ich ihm nochmal. Was eigentlich vollkommen egal ist, eine Mundschenk. Okay, wir haben Brathahn gezogen. Das ist schon mal ganz nett. Gnadenstoß und Yennefer sind leider noch im Deck drin. Wir haben die Adling für Maskenball, also kann ich den Jäger eigentlich ablegen. Gnadenstoß gezogen, das ist schon mal sehr gut. Weil es gibt uns Doppel-Joachim und wir können jetzt noch Beschwörung mit Roderick rausziehen. Die Frage ist, mit was wir anfangen, aber wir können theoretisch mit dem Meister der Tarnung anfangen. Die Frage ist, braucht man doppelt zerfetzen? Könnten halt auch schlechter ziehen. Also ich glaube, zerfetzen ist jetzt auf einer langen Runde gesehen keine schlechte Karte. I shall relieve them of all burdens. Weil er kann natürlich auch noch seinen Rayman haben, ne? Aber dann vielleicht doppelt zerfetzen. Nausicaa ist blockiert. Oder wahrscheinlich auch Bratans benutzen. Ne, Wayman sogar. Holt sich einen Blockierer. Dann benutzen wir den Brathahn. Und holen uns ein Feldwebel. Diese Mirror-Matchups sind so doof bei Lockdown. Weil da wird halt kaum was durchkommen. Es wird entweder weggenommen oder blockiert. Und wir haben ja sogar noch eine Karte mehr als der Gegner. Ne? Das heißt, wir haben Last Save. Her Grace will not be pleased. Confounded boots. Another blister. Okay.
Könnten uns den Brathahn klauen. Das wäre eigentlich kein schlechter Pick so zum Klauen, ne? Nutzen wir Roderick. Nein. Klauen uns Brathahn. Wenn er jetzt nicht eine Konter-Canterella spielt, dann ja, haben wir einen Brathahn. That is all I need. 100 faces, all yours to command. No one refuses me. A superb specimen. Never. Truly. Alba! Weitaus mehr Block. Schaffen uns allerdings noch einen weiteren Blockierer und blockieren seinen anderen. Wir werden sowieso in den höheren Bereich reinspielen, was er uns schnell was vergiften kann, aber wenn wir jetzt Platz wegnehmen könnten, sieht es gar nicht so geil aus für uns. Klaut sich den Brathahn zurück. I shall flog them into submission. Drinking can be hazardous to your health. Sogar hier den so aufspielen. Für die Blutung. Blutung? Ja. Ja. Das ist ein Maskenball. Ich will mir das erste zerfetzen. Roderick. Kill the dog diddlers! Den Joachim. Feeling a bit peckish. Er wird halt sofort Doppelding kriegen, kriegt auch nochmal einen Brathahn, also er holt ordentlich Punkte nochmal auf. Doppelding wird er kriegen. Die Frage ist jetzt, ob es sich für uns lohnt, den Brathahn zu blockieren. Nicht den Brathahn, sondern den Joachim zu reinigen. Meinst du, er hat noch eine weitere Giftkarte? Jetzt die Frage, also wir könnten den Gnadenstoß blockieren, ne? Wenn er Gnadenstoß hat. Wir blockieren mal den Gnadenstoß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, eine weitere Giftkarte. Ja, aber ich blockiere lieber den Gnadenstoß, den er da hat. Der letzte Karte. Kann natürlich jetzt auch der Usurper noch sein, ne? Weil die Deckliste spielt mit Usurper eher. Aber Usurper würde halt nur ziemlich gut in unsere Triss reinspielen. Und Triss macht auch nochmal eine Menge Punkte, weil wir kriegen den Zerfetzen. Und Zerfetzen sind alleine schon 10 Punkte. Ja, er hat den Gnadenstoß. Kriegt aber noch eine weitere Giftkarte. Reicht aber trotzdem aus für uns. Wir kriegen 100%ig Zerfetzen. Zerfetzen macht hinten mehr Punkte. 4, haben gewonnen. Ja, wir hätten das Gift, glaube ich, reinigen sollen. Aber dann Joachim nochmal. Was ist die Frage, was besser gewesen wäre, ne? Also mit dem Gift hätten wir den Tod auf Bratens verhindert, aber mit Joachim haben wir halt den Gnadenstoß in Joachim verhindert, in potenziell noch ein Gift oder so. Er hatte natürlich noch ein weiteres Gnadenstoßtier, aber Joachim ist schon das Beste. Wir haben nur leider früher angefangen mit unseren dickeren Einheiten. Das heißt, wir haben mit Gift Schwächeres erwischt, während er Besseres erwischt hat. Das ist immer so der Nachteil, da musst du aufpassen, wenn du in der letzten Runde anfangen musst. Aber wir konnten nicht mehr aufheben, dabei durch das Doppelzerfetzen. Wir hätten Zerfetzen ablegen sollen, wir mussten halt früher mit Maskenball beginnen, weil Zerfetzen kommt erst sehr, sehr spät. Okay, aber ja, das ist Zerfetzen. Lockdown. Aber ja. Funktioniert ziemlich gut. We find ourselves in a world turned most foul. A world filled with innumerable horrors, monstrosities that prey on the meek and mighty alike.
'Tis truly a wretched scourge born of nightmares. Yet it need not be so. Freed of the fetters of the Spineless Council, we can create something new. Hunters of exceptional strength, speed, agility. Equipped to overcome absolutely any foe. Bards will toil to do justice to their feats. For sometimes one needs a monster to slay a monster.